Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Snapshot-Vorstellung. Und gestern ist das Snapshot 17b17a rausgekommen. Und in diesem Snapshot wurden so die Sounds mal überarbeitet. Und ich würde sagen, wir beginnen da erstmal also gleich mit erstmal so ein paar andere Änderungen, die ich jetzt nicht so wichtig finde. Obwohl, warte mal, ganz kurz mal. Meine ich aufgeteilt, und zwar mit Command Block anscheinend wurde neu. Glaube ich, so gefügt. Ich weiß gar nicht, geht das jetzt irgendwie so. Aber irgendwie steht hier im Challenge-Log, New Update, Last Ejection MBT Tag to Command Blocks, Useful for Loops. Also ich gehe mich da nicht so gut aus mit Command Blocks, mit dem MBT Tags und alles. Aber ich will es hier ein bisschen mal weiter, ne? Könnt ihr euch mal angucken. Es gibt so ein paar neue Advancements, Features, so ein paar Commands, so, die ich aber auch nicht so vorstellen werde. Ja. Bei den Advancements hier wurde hier so ein neu hinzugefügt. Und einmal so ein bisschen abgeteilt zu Minecraft. So General Minecraft, so. Jetzt hier Adventure, irgendwie so mit Monster Hunter zum Beispiel oder so, ne? Und also, es gibt auf jeden Fall so neue Advancements, so. Wie gesagt, ich finde ich da unnötig. Also, man hätte ja lieber die Achievements lassen sollen. Dann mit Redition. ja, dann, die, Purple Schalke wurde wieder zurück, also, die Farbe wurde wieder resettet, also normal halt. Und, so, noch hier, eine Map hier. Eine Map. Team-Map. Anscheinend wurden hier die Terrakotta-Blöcke so ein bisschen mehr, jetzt einfach mehr angezeigt, so. Ich weiß gar nicht, also man sieht das nicht also schlecht, aber ich mal so aus, als wenn ihr das auf dem Boden mal so legt, dann könnte man gucken, was wirklich so ist. Ja. Dann wurde das Rezeptbuch hier ein bisschen, verändert, so. Ein bisschen optimiert, so. Und, Änderungen am, also bei der Schwierigkeit des Illusioner, die wir letzte Woche hatten, wurden ein paar Änderungen gemacht. Aber ich wollte natürlich besonders die neuen Sounds wissen. Und ich würde sagen, ja, mal ganz kurz mal folgendes: Ich habe ganz kurz mal die Maßvolumen auf 100% und jetzt habe ich schon was vorbereitet hier. Und zwar für die Notblöcke, wurden neue Sounds hinzugefügt, beziehungsweise halt neue Instrumente. Und hier ist der Sound von einem Baumblock, ich kann es euch noch stehen, Changelog hier. Beim Knochenblock und Notblock steht hier ein Xylophon, Achtung. Sound beim Baumblock und ja, das ist ein Xylophon. Dann als nächstes beim Goldblock haben eine Glocke, Achtung, eine Glocke. Jo. Beim Clay ist es eine Flöte. Beim Packeis sind das Röhrenglocken. Irgendwie so Weihnachten, also Christmas-Style irgendwie so, ne? Bei der Wolle ist das so die Gitarre. Achtung, Gitarre. Ich glaube, das ist mir ein bisschen anders editiert. Ich glaube, das ist so eins, gibt es sogar schon irgendwie, glaube ich, oder? Kann das sein? Ich glaube schon. Dann haben die Papageien noch ein paar neue Sounds bekommen, wir haben gerade schon ein bisschen was gehört. Dann Illusionist, das muss spawnen leider. Minecraft, Illager. Auf jeden Fall auch einen neuen Sound bekommen. Krasse Sounds auf jeden Fall. Mach ich mal weg. Dann beim Auswerfen einer Angel. Das gehört. Boom. So, plopp. Plopp. Ja, auf jeden Fall. Heftig, ne? Da einzieht eine Angel, steht auch hier drin, aber ich höre gar nichts. Hört ihr was? Keine Ahnung. Ich höre gerade nicht. Dann, Enderauge ins Portal legen, also ins Portal. Ich muss ganz kurz mal so ein Enderportal bauen.
Ich komme schon komische Receipts, ey, die nerven echt. Total. Hört sich cool an, oder? Das ist irgendwie ein cooler, das ist ein cooler Sound, irgendwie so, Achtung. Warum wirkt der gerade nicht? Ey, was ist da los? Oh. Wir sind weiter weg. Aber nochmal diese Klänge. Eigentlich irgendwie cool, die Klänge. Achtung. Keine Ahnung, ich kann nicht durch den Portal bauen, kann das immer blöd. Anscheinend soll da irgendwie so ein Ding jetzt kommen. Soll ich mal kurz mal so ein Locate. Jetzt hier so mal ganz kurz ein Stronghold. Ach, dann. Mach ich ganz kurz mal eben. Dann forten wir uns ganz kurz einmal zu minus 1080. 10 und minus 6. Das ist mein Spectator. Dann mach ich jetzt ganz kurz mal irgendwie hier. Bitte auch, ne? Ice Boy. Ich will einfach mal alle da oben. Achtung! Bom! Ist auch ein cooler Sound irgendwie, ne? Moment, ganz kurz mal irgendwie Slash Kill. Mega Back hier am Start hier. Und ja, schon mal cooler Sound eigentlich so. Wenn man ein Enderauge wirft, Eye of Ender. Neuer Sound. Und wenn die halt die Enderaugen hier im Item werfen, also wir werden. Das war nice, ne? Und dann noch als letzte Änderung, und mal, wenn man jetzt ein Boot hat, wenn man jetzt paddelt, ist auch noch ein neuer Sound hinzugekommen. Hört ihr das? Also ich höre es gerade ja nicht. Vielleicht hört ihr es ja. Auf jeden Fall sind das so die neuen Sounds, die hinzugekommen sind. Eigentlich sind ganz cool eigentlich so. Außer natürlich die Angel, also Angel vielleicht machen lassen können, aber so sind die Sounds alle ganz cool. Außer mit der Angel, aber sonst. Sind die alle sehr, sehr nice, die neuen Sounds. Gerade beim Endportal, wenn die so gespawnt wird, das hört sich irgendwie richtig cool an, so. Und ja, ich würde sagen, das ist gewesen von der heutigen Folge, von der heutigen Snapshot-Vorstellung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine Boost-Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen. Und tschüss.